Hallo Freunde des Unternehmertums, mein Name ist Dr. Florian Roski und heute habe ich ein Geschenk für dich. Es geht um das Thema Marketing und wie du ein komplettes digitales Konzept für dein Unternehmen aufbauen kannst. Von A bis Z. Und jetzt kommt das Beste, es ist für dich komplett kostenfrei. Es ist ein Geschenk von Feuer dein Boss an dich, denn ich weiß, im Moment sind die Zeiten hart. Viele haben Probleme, Kunden zu finden und das ist genau die richtige Zeit, sich digital vorzubereiten, einzusteigen ins digitale Zeitalter und zwar mit Hirn und Verstand. Und genau das liefert dieses Video. Es ist ein Auszug aus unserem Kurs Feuer deinen Boss und ich möchte es dir an dieser Stelle schenken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Werde zum Marketing-Crack und lerne, wie man Nachfrage für das eigene Unternehmen erzeugt. Wenn dir dieses Video Spaß macht, tu uns einen Gefallen und läute die Glocke, abonniere diesen Kanal und empfehle sie oder ihn an deine Freunde weiter, denn dieser Kanal ist brand new und du wirst sehen, diese Inhalte haben es verdient, gezeigt zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, liebe Grüße aus Nürnberg, dein Dr. Florian Roski. Hallo liebe Teilnehmer dieses Kurses. Dieser Kurs, auch an meine Studenten gerichtet, ist quasi ein sogenanntes Zucker, ein Extrakurs. Da geht es rein um das Thema, wie baue ich eine digitale Marketingstrategie auf, halte ich heutzutage für eines der wichtigsten Skills, die man hat. Also du wirst jetzt hier nicht lernen, wie man bei Facebook einen Post schaltet, weil da kannst du dir easy peasy bei YouTube ein Video dazu reinziehen. Das ist mein Handwerkszeug, das ist einfach. Aber es geht darum, wie man eine vernünftige Werbekampagne aufbaut, wie man eine Werbebotschaft sauber formuliert, dass sie auch beim Kunden ankommt. Und das ist im Prinzip nicht so leicht. Und die Frage ist auch, wie, oder es ist leicht, wenn man weiß, wie es geht, wie baue ich das Ganze auf? Und diese Präsentation wird dir eine Anleitung geben, auch mit zusätzlichen Tools dazu, wie du die Werbebotschaft an deinen Kunden perfekt formulieren kannst, wie du dich top aufstellen kannst und dann bist du alleine dein Marketer für dein Unternehmen, denn es ist nicht so schwierig. Also Marketing oder auch das Thema, wie erzeuge ich Nachfrage, wie kann ich Nachfrage erzeugen. Einführung, dann gibt es ein bisschen was zu den Kernprinzipien der Nachfragegewinnung. Wir reden über Outbound Marketing, über Inbound Marketing und dann über die Tools, die ich dir zur Verfügung stelle. Wichtiger Punkt, Marketing ist wie Jazz. Schlecht gemacht ist ein nerviger Hintergrundgeräusch, gut gemacht ist es eine anerkannte Kunst. Das ist das Wesentliche. Wir alle kennen diese penetranten Posts, die uns eigentlich nerven und ständig animieren wollen, aber uns letztendlich durch deren Betrachtung überhaupt keinen Mehrwert erzeugen. Das ist nervig. Sondern es geht darum, den Kunden wundervoll zu bedienen, ihnen einen Mehrwert zu erzeugen, ihm unser Produkt als eine Lösung für ein Problem näher zu bringen. Hier mal zum Thema Marketingbrillanz. Wir sehen hier ganz viele Bergarbeiter 2010 in Chile bei einem Minenunfall. Und interessanterweise hatte jeder von denen eine Oakley-Brille drauf, denn Oakley hat was ganz Pfiffiges gemacht. Oakley investierte quasi in 32 Sonnenbrillen und betrieb ein sogenanntes Produktplacement. Gesamtinvestment waren mit Versand 6.335 Euro. Ergebnis, ja, es gab hier öffentliche Kritik, aber Riesenaufmerksamkeit. Oakley erzeugte damit eine Umsatzsteigerung von 41 Millionen US-Dollar und das letztendlich mit dem Kistenversand von 32 Sonnenbrillen. Ja, Grundprinzipien des Marketings, es geht um Marketing verstehen. Grundsätzlich, was ist Marketing? Also die Aufgabe des Marketings ist es, die Botschaft für den Kunden zu produzieren, warum dieser Kunde bei dir kaufen soll. Also ganz wichtiges Element, es geht um die Botschaft an den Kunden. Und über diese Botschaft sollte man sich im Vorfeld gut Gedanken machen. Diese Botschaft soll in das Bewusstsein des Kunden gebracht werden, und zwar mit Hilfe verschiedener Marketinginstrumente. Kurz gesagt, das Unternehmen soll erfolgreich am Markt positioniert werden. Im Marketing ist ein Produkt eine absatzwirtschaftliche Leistung, deren Beurteilung anhand von Nutzenerwartungen und Bedürfnisse von den Abnehmern vorgenommen wird. Also Produkte können dabei sein, Gegenstände, Dienstleistungen, Personen, Orte, Organisationen oder Ideen.
Das nur noch mal kurz als Auszug, das haben wir schon mal gehört im Marketingmodul. Ich denke, es passt hier aber ganz gut rein. Einfach noch mal zu wiederholen, man kann nicht oft genug über Kundennutzen reden, denn wenn du deinen Kunden keinen Nutzen stiftest, hast du letztendlich keine Marktberechtigung. Also, Kundennutzen ist der von einem Kunden, mit dessen Kaufentscheidung tatsächlich wahrgenommener Nutzen. Es gilt, ein Kunde entscheidet sich unter Wettbewerbsbedingungen immer für den Anbieter, der ihm den höchsten von dem tatsächlichen wahrgenommenen Nutzen bietet. Kundennutzen ist zum Beispiel, wenn mit Hilfe eines Produktes ein Problem gelöst werden kann. Wenn durch den Kauf oder den Einsatz eines Produktes der Kunde Geld, Zeit oder Energie spart. Oder beim Erwerb oder Nutzung des Produktes Freude oder Zufriedenheit empfindet, wie zum Beispiel bei einem Kinobesuch oder bei einem Zoobesuch. Neben diesen leichten erfassbaren Faktoren gibt es natürlich auch andere Nutzen, die fernab von dem rational erklärbaren sind, wie zum Beispiel Vertrauen in den Hersteller oder Sicherheit. Oder ein gutes Gefühl wegen bereits bestehender, guter Erfahrung mit diesem Produkt oder auch einfach Image und Status. Ja, der Grund, warum Firmen Werbung machen, ganz wichtiges Ding, es ist alt, aber genial, ist von 1961. Wahrnehmung, also das, was der Kunde wahrnimmt, ist für ihn Realität. Das heißt, ich weiß nicht, wer du bist, ich kenne deine Firma nicht, ich kenne dein Firmenprodukt nicht, ich weiß nicht, für was deine Firma steht, ich weiß nicht, wer die Kunden deiner Firma sind. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen die Kunden mit deiner Firma gemacht haben. Ich weiß nicht, wie der Ruf deiner Firma ist. Nun, was wolltest du mir verkaufen? Das ist genau der Grund, warum wir Werbung machen, um dem Kunden im Vorfeld eine Antwort auf diese Fragen zu geben. Marketing und die Hierarchie der Wirkung, ganz wichtig, es geht natürlich um das Ziel, Nachfrage zu erzeugen. Wir haben quasi drei verschiedene Stadien. Wir haben die kognitive Phase, die affektive und die behavioral, diese Tunsphase, wo der Kunde letztendlich ins Verhalten gebracht wird. Und das ist genau das, was wir versuchen zu erzeugen. Wir versuchen quasi Bewusstsein zu erzeugen, unser Produkt in das Bewusstsein des Kunden zu überführen, mit dem Ziel, dass er letztendlich unser Produkt in Erwägung zieht, um am Ende dann eine Kaufhandlung durchzuführen. Also am Anfang fängt man an, keiner kennt unser Produkt mit den Fragen, die ich gerade vorgelesen habe. Das ändern wir durch Marketinginstrumente und bringen unser Produkt in das Bewusstsein des Kunden, so dass er uns kennt und uns möglichst auch noch liked, also mag, und dass er eine Präferenz entwickelt für unser Produkt und dann in die Handlung kommt, nämlich durch den Kauf. Das ist die Idee, das ist unser Ziel, was wir mit unserem Marketing versuchen zu machen. Wir versuchen also, den Kunden von uns und unserem Produkt zu überzeugen. Ja, es gibt den sogenannten Verkaufstrichter, man nennt das auch Sales Funnel, habt ihr bestimmt schon oft gehört. Und ein Funnel heißt, es fängt ganz breit oben an, der Trichter, und am Ende kommen halt einige Sales raus. Man verliert natürlich auch einige Kunden auf diesem Weg. Das heißt, wir versuchen erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen und das Produkt in das Bewusstsein des Kunden letztendlich zu bringen, damit er sich dann für uns entscheidet. Und dieser Verkaufsfunnel sind quasi alle Aktivitäten, die wir erzeugen, um den Kunden oder den Interessenten durch diesen Vertriebsfunnel zu letztendlich zu einem Verkauf zu bewegen. Das ist unsere Idee. Es gibt auch das sogenannte Informationsverarbeitungsmodell und auch wie Wahrnehmung gebildet wird. Letztendlich ist das recht einfach zu verstehen. Hier oben kommen die eingehenden Informationen auf den Kunden zu. Der nimmt sie über seine Sensoren erstmal wahr. Je nachdem, wie stark wir durch Werbung auch das Signal senden, also durch Pertinenz, durch Wiederholung. Ne? Wiederholung, alte Geschichte ist letztendlich das Beste. Auch kann man Unwahrheiten zu Unwahrheiten machen, indem man die Unwahrheit so lange wiederholt, dass wir das Gefühl haben, das wäre ein Teil unserer Wahrheit. Wird ja oft auch in manipulativer Werbung verwendet, das sollten wir nicht tun. Und dann gibt es sozusagen, versuchen wir dann bestimmte Informationen ins Kurzzeitgedächtnis zu packen und wieder durch Wiederholung letztendlich ins Langzeitgedächtnis. Und so hat der Kunde uns in seiner Erinnerung, in seinem Bewusstsein und versuchen ihn damit zu einer Kaufentscheidung zu bewegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Nachfrage zu erzeugen. Im Klassischen unterscheide ich zwischen
Inbound-Marketing und Outbound-Marketing. Inbound-Marketing ist also eher die, ich sag mal so, die seichte, vorsichtige Art des Marketings. Hier geht es darum, die Aufmerksamkeit, es geht darum, die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden zu gewinnen, also sich so zu positionieren, indem der Kunde ein oder damit der Kunde einen leicht finden kann. Outbound Marketing ist die aggressivere Form des Marketings. Hier geht es darum, die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden zu kaufen, also den Kunden selber direkt aufzusuchen, ihn also mit unserer Werbung letztendlich zu penetrieren. Inbound Marketing sind zum Beispiel Konzepte wie Blogs oder auch Podcasts, Videomarketing, vielleicht über YouTube, E-Books, E-Newsletter, Whitepapers, Suchmaschinenoptimierung oder einfach Social-Media-Seiten oder durch Twitter. Outbound-Marketing ist zum Beispiel klassische Werbung, bezahlte Suche, Werben in Konglomeraten, Direktmarketing, Direktmails oder auch Webinarkampagnen, E-Mail-Marketing-Kampagnen, Seminare, Events oder klassisches Telemarketing. Ja, Eignung von Marketinginstrumenten, das heißt, es gibt bestimmte Faktoren, wie einmal Reichweite erzeugen, Informationen letztendlich erzeugen und die Wiederholung letztendlich bestimmter Marketinginstrumente. Da gibt es Instrumente, die im niedrigeren und hohen Bereich unterwegs sind und die Fähigkeiten haben, bestimmte Handlungen auszulösen. Zum Beispiel eine Direct-Mail-Marketing-Kampagne, Webseiten, die können letztendlich dafür sorgen, oder E-Mail-Kampagnen, die können im Endeffekt dafür sorgen, also die sind jetzt hier hoch angesiedelt, dass sie beim Kunden, der diese Mail bekommt, sofort eine Handlung auswirkt, also eine Handlung aussetzt. Oder es gibt Marketinginstrumente, die quasi einfach nur die Fähigkeit haben, ins Bewusstsein der Kunden zu kommen. Das wäre einfach Product Placement, das heißt, du schaust dir ein Video an und siehst, aber selber mal Product Placement. Ne? Das wäre zum Beispiel Product Placement, wenn ich mein Buch hier oben in die Ecke halte und sage, schau mal hier vor deinen Boss, immer wieder penetriere ich dich damit, sage, hey, geiles Buch und so, stell die Inhalte vor, das wäre Product Placement. Wenn ich natürlich sage, kauf dieses Buch, dann wäre das eher Richtung Direct Marketing. Wenn ich es aber irgendwo elegant irgendwo hin positioniere, so dass ich gar nicht drüber rede, aber du ständig irgendwie von der Information, also sag mal so, ständig diese Informationen für dich parat, dass du immer wieder dieses Buch siehst, dann wird es quasi in dein Bewusstsein schleichen und irgendwann sagst du dir, jetzt muss ich es wirklich mal kaufen, das scheint ja super zu sein. Ne? Und ja, was haben wir hier noch? Social Media, Suchmaschinenoptimierung ist natürlich ein ganz Klassiker oder auch Brandmarketing. Große Werbeagenturen machen in der Regel Brandmarketing, kleinere Werbeagenten versuchen in der Regel durch direkte Einzelwerbekampagnen sofort Handlungen beim Kunden auszulösen. Gibt es also auch für verschiedene Zielgruppen und verschiedene Firmengrößen unterschiedliche Werbekonzepte. Und am Anfang macht es wenig Sinn, wenn du eine Ein-Mann-Firma bist, hier mit großem Brandmarketing zu arbeiten. Da solltest du eher versuchen, eine abgegrenzte, sortierte Zielgruppe zu entwickeln und die wirklich konsequent mit Werbung zu penetrieren, dass du möglichst schnell Handlungen bekommst, weil Brandmarketing wirkt ja auch eher langsam und nicht schnell, aber natürlich auch nachhaltig. Und hierbei geht es halt darum, einen guten Marketingmix zu finden aus Outbound- und Inbound-Marketing-Konzepten, damit der Kunde sich gut über dich informieren kann und ab und zu wieder mal eine Information, hey, hier gibt es auch was zu kaufen. Ja. Wie ein ganz wichtiger oder ganz wichtiger Marketing ist es, ganzheitlicher Marketingansatz zu wählen, also quasi jetzt nicht nur Seminare zu machen, sondern verschiedene letztendlich Kanäle zu bespielen. Wichtig ist auch, dass jeder Mensch anders lernt. Es gibt eher Typen, die sind auditiv, das heißt, der Podcast wäre ganz gut. Andere sind eher visuell, für die ist Videos vielleicht ganz gut. Andere lesen sehr gerne. Also jeder hat einen bevorzugten und unterschiedlichen Zugang, wie man ihn erreichen kann. Und wenn man quasi nur ein Marketinginstrument benutzt, dann geht man oft das Risiko ein, dass man diesen Kunden quasi gar nicht ganzheitlich erreicht. Deswegen ist auch wichtig, ein ganzheitliches Marketing, verschiedene Kanäle auszutesten und einfach zu schauen, Mensch, welcher Kanal wirkt eigentlich am effizientesten.
Strategischer Ansatz ist auch wichtig. Also eine Strategie sollte immer hinter jeder Marketingbemühung sein. Strategie heißt in dem Sinne, du solltest im Vorfeld wissen, was sind meine Ziele, wie will ich diese Ziele erreichen und welche Handlungsvarianten wähle ich jetzt eigentlich, um dieses Ziel zu erreichen. Also das Denken mit dem ganz großen Bild ist im Prinzip wichtig und alle Maßnahmen, also alle Einzelmaßnahmen, die du letztendlich triffst, sollten deine Gesamtstrategie unterstützen. Also die Frage Who ist, also wen oder welche Zielgruppe will ich eigentlich erreichen? Also wer sind deine Kunden oder what, was? Was wollen wir genau, dass unsere Kunden tun? Das ist ganz wichtig, dass ich mir darüber vorher Gedanken mache. Oder auch, wo können wir unsere Kunden erreichen? Und dann natürlich, welche Botschaft möchtest du an deine Kunden senden? Deswegen werde ich dir am Ende auch das Messaging Board als Tool vorstellen, dass du vorbereitend dir Gedanken machen kannst, welche Botschaften möchte ich eigentlich zu meinem Produkt an meine Kunden schicken und welche Reaktion erwarte ich dann, wenn die Message beim Kunden einschlägt. Ja, Kundenentscheidungsreise, ganz klar, was versuchen wir zu erreichen, also wie lernen unsere Kunden, wo lernen unsere Kunden, was beeinflusst den Entscheidungsprozess unserer Kunden oder beziehungsweise auch ganz generell, was beeinflusst die Entscheidung meiner Kunden, was müssen meine Kunden wissen und was brauchen auch meine Kunden überhaupt Entscheidungen treffen zu können, um dann am Ende die gewünschte Transaktion hinzubekommen. Also es geht um das effektive Management oder effektive Engagement und Kommunikation über den Pfad hin zur Handlung. Und ganz wichtige Aufgabenstellung dabei ist immer, sich selber in die Schuhe des Kunden zu versetzen und aus seiner Perspektive auch die Werbebotschaft mal anzunehmen und einfach zu überlegen, wie kommt die eigentlich bei mir an, wie resoniert die. Ne, hier mal ein Fallbeispiel, das habe ich euch auch im Messaging Board gemacht, mal als Veggie Man Express. Das ist einfach ein simulativer Fall. Ne, das wäre hier ein veganer Lieferdienst. Was bieten wir hier eigentlich an? Also mal die Inhalte, es ist ein Lieferservice für vegane und vegetarische Küche, organische Nahrung, also biozertifiziert, höchster Standard, erster Verkaufspunkt, Deutschland vielleicht in Nürnberg, Ziel Etablierung einer Kette, Aufgabe an Erstellung einer einfachen Marketingstrategie, darum geht es letztendlich, also hier auch wieder, wer ist deine Zielgruppe, was willst du erreichen, wo kannst du deine Zielgruppe erreichen und was willst du sagen. Zum Thema Zielgruppendefinition und Marketinggrundlagen gibt es ja schon zwei Module, die kannst du dir an dieser Stelle auch einfach nochmal anschauen. Schlüsselfaktoren, also sich mit dem Käufer zu verbinden, welche Hilfsmittel kann ich nutzen, damit uns unsere Kunden finden, wo kann ich die Käufer finden, wo leben meine Käufer, welche Aktivitäten haben sie, sind sie online oder offline zu finden und wie kann ich für diese Zielgruppe auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Dann kann man so einen schönen Marketingfahrplan letztendlich entwickeln, wo man jedes Quartal einzeln festlegt und genau sich überlegt, was mache ich eigentlich. Es gibt proaktive Maßnahmen, Maßnahmen vor Ort, wo der Kunde ist, Maßnahmen, wo der Kunde uns am besten vor Ort finden kann. Hier kann ich dann abwechseln zwischen Internet-Mailing, zwischen Facebook-Post, zwischen von mir aus einer Degustation in irgendeinem Supermarkt vor Ort. Also hier kann ich verschiedene Instrumente wählen, sie in eine Abfolge bringen, einen sogenannten Marketingplan machen und dann ständig schauen, wie wirkt mein Marketingkonzept auf meine Kunden, auf den Markt. Und wenn meine Umsätze nach oben schneiden, natürlich gucken, welcher Kanal wirkt eigentlich am besten und das entsprechend anpassen und intensivieren. Das ist zum Beispiel das Botschaftenboard. Das habe ich dir natürlich auch als Word-Dokument, kannst du das mit runterladen. Hier ist die Frage, also Gegenstand, Ziel meiner Werbebotschaft. Was möchtest du mit deiner Werbebotschaft erreichen? Zweite Frage, auch die Strategie der Werbebotschaft. Wie möchtest du dein Werbeziel erreichen, umsetzen? Problemlösung. Branche, Marktbereich, ganz wichtig. In welchen Marktbereich oder welche Branche möchtest du genau besetzen? Vision, was ist deine angestrebte Marktvision? Also Vision kann sein, langfristige Ausrichtung des Unternehmens, zum Beispiel wenn du Weinverkäufer bist, eine Flasche Wein auf jedem Tisch von dir. Mission, welche Mission hast du mit deiner Firma? Also könnte sein, Mission ist eine Art innere Einstellung, zum Beispiel der größte Produzent von Qualitätsweinen in Bayern zu sein. Bedürfnis, Problem, welche Markt-, Geschäfts- oder Kundenbedürfnisse willst du ansprechen? Statement zur Positionierung. Was ist die Kernaussage hinsichtlich deiner Unternehmenspositionierung? Also wie willst du dich genau positionieren?
Wo ist deine Unique Selling Position, also dein einzigartiges Verkaufsversprechen? Oder warum sollte der Kunde jetzt bei dir bestellen und nirgendwo anders? Also welches ist das zentrale Wert-Nutzen-Versprechen deines Geschäftsmodells? Also Frage nach dem Mehrwert oder der Unique Selling Position. Kernbotschaften. Mit welchen Kernbotschaften möchtest du bei deinen Kunden präsent sein? Zum Beispiel 5 zentrale Sätze. Firmenbeschreibung. Auch ganz, ganz wichtig. Wie möchtest du präsentieren, was deine Firma darstellt? Wer ist deine Firma? Von mir aus auch hier erstelle in 100 Worten, 50 oder 25 Worten, dass man das auch überall immer verwenden kann, in bestimmten Katalogen, wo man sich darstellt, immer wieder in der gleichen Art und Weise. Produktbeschreibung. Wie möchtest du in Zukunft darlegen oder beschreiben, was dein Produkt, wie dein Produkt für deinen Kunden funktioniert, wieder in 150 und 25 Worte Vision. Und natürlich Elevator Pitch. Was ist dein Elevator Pitch? Wie ein Elevator Pitch geht, dafür haben wir ein eigenes Modul. Hast du dir am Anfang ja schon angeschaut. Also hier nochmal Statement, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ein Satz, also kurze Darstellung, welche Kundenbedürfnisse befriedigt werden sollen. Kurze Darstellung hinsichtlich deines Ansatzes, wie die Bedürfnisse befriedigt werden sollen. Kurze Darstellung hinsichtlich des Mehrwertes, den Vorteil deines Produktes und warum dein Produkt besser ist als andere Produkte und natürlich am besten auch am Ende ein Call to Action, also eine Handlungsaufforderung. Ganz wichtig, als Beispiel habe ich mir erarbeitet eines Botschaftenboard für den Veggie-Man. Natürlich, das kannst du als Beispiel nehmen. Ich habe dir mal ein komplettes Board ausgefüllt, damit du mal sehen kannst, wie das Ganze funktioniert. Du kannst das natürlich für deine Geschäftsidee einfach adaptieren und überlegen, okay, was ist mein Botschaftenboard? Denn nur dann, wenn dein Botschaftenboard steht, bist du eigentlich in der Lage, erst dann vernünftig Werbung zu machen. Denn dann ist klar, welche Botschaft, was sind die Kernelemente, was sind deine 5 Hauptsätze, die in quasi das Bewusstsein des Kunden eindringen sollen, um deine Produkte zu verkaufen. Dann eine Zielgruppenplattform habe ich da auch noch definiert. Also ich habe für dich eine Menge Arbeit reingesteckt. Kommunikationsziele. Also, was versuchst du zu erreichen, wenn du zu der Zielgruppe kommunizierst? Zielgruppenbestimmung. Was möchtest du, dass diese Zielgruppe von der Firma denkt? Also was soll die Zielgruppe überhaupt über dich denken? Zielbestimmung. Was möchtest du, dass die Zielgruppe tut? Themen. Was sind die gemeinsamen Kommunikationsthemen mit der Zielgruppe? Stereotypische Zielgruppe. Also wer ist die Zielgruppe hinsichtlich Geschlecht, Alter, soziale und wirtschaftliche Position? Zielgruppe, Fähigkeiten, Ansprüche der Zielgruppe. Da habe ich dir vorgestellt, das sogenannte Rasterschema. B2B, B2C kannst du also aus einem anderen Modul wunderbar verwenden. Dann ja auch hier Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen der Zielgruppe? Was versucht die Zielgruppe zu erreichen? Also was sind die Ziele deiner Zielgruppe? Nachweise, Beweise, hast du irgendwelche Beweise, um deine Aussagen letztendlich zu untermauern? Gibt es Forschungsergebnisse, Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten gibt man dieser Zielgruppe? Hauptaussagen. Was sind die Hauptaussagen, die du deiner Zielgruppe näher bringen willst? Also, erarbeite eine Zielgruppendefinition, eine Zielgruppenplattform. Hier als Beispiel für den Veggie-Man. Nimm deine eigene Firma, bau ein Botschaftenboard und ein Zielgruppenboard. Dann bist du wunderbar aufgestellt und kannst direkt loslegen mit deinem quasi Werbeplan, den ich dir auch vorgestellt habe. Wann mache ich meine Mail-Aktion? Wie baue ich was in welcher Reihenfolge auf? Auswirkung, ganz wichtig. Warum Social Media für dich als Unternehmer wichtig sein sollte, wenn es sich noch nicht rumgesprochen hatte. Kunden, die soziale Medien benutzen, sind unabhängiger, weniger markenloyal und weniger vertrauensselig. Das muss man einfach wissen. Konsumenten schauen überall nach Informationen, also von Printmedien bis Online-Medien, von institutionellen Medien bis Konsumenten-Communities. Hier gibt es auch Studien dazu. Soziale Communities und Werkzeuge, die das Verkaufsverhalten beeinflussen. Wie sagt man, Twitter 9%, mobile Anwendungen 9%, Facebook Newsfeed 13%, Facebook Company Fanpages 13%, User-Generated Videos 15%, Community Foren 26%, also ihr merkt recht kräftig, Question and Answers auf Produktwebseiten 42% und das Allerwichtigste, was sagen andere User über dein Produkt, also Referrals, Referenzen. Denn das ist der Beweis, dass andere mit einem Produkt glücklich sind. Veränderung von einer Message senden zu einer Konversation beeinflussen. Früher war das klassische Marketing 1.0, eine Art
Einwegekommunikation. Du hast ein Prospekt verschickt, du hast dem Kunden einfach nur Informationen zukommen lassen, aber es fand letztendlich keine Kommunikation mit dem Kunden statt. Also von der Firma zur Masse. Die Verteilung von Informationen war quasi die Natur. Alles ging darum, den Kunden zu beeinflussen. Und der Verkauf stand da maximal im Fokus. Heute haben wir eher eine Zwei-Wege-Kommunikation. Also Massen reden mit Massen und zwar über dich. Das heißt, man muss sich anstrengen, gute Leistung zu erbringen. Es gibt auch eine völlig, eine abhängige Kommunikation zwischen Menschen außerhalb der Firma. Und Marketing ist der Zugang zu diesen Zielgruppen. Also man kann das auch als Evolution von Marketing betrachten. Marketing 1.0 war quasi das reine Senden 1 zu viele. Marketing 1.5 war 1 zu 1, das heißt der typische Sale. Du gehst in ein Autohaus, einer verkauft dir ein Auto. Und Marketing 2.0 ist viele zu viele, also viele reden über viele und in diesen Gesprächen kommt das beste Produkt nach oben, denn die Kunden vergleichen sich, die Kunden besprechen sich, warst du zufrieden, welchen Vorteil gab es hier für dich? Das heißt, da muss man einfach wirklich gut sein. Ja, Hindernisse der effektiven Social Media Marketing ist ganz wichtig. Es gibt oft die Angst vor Reputationsverlust, das heißt, ich gebe eine Information ins Netz, was passiert damit? Dann auch die Unfähigkeit, Erfolg zu messen. Das heißt, ich gebe ständig Informationen ins Netz, aber irgendwie, ja, bringt es jetzt was oder nicht? Auch Firmenkulturen, die dagegen sprechen, das haben wir immer schon so gemacht. Dann aber auch einfach ein Fehlen von Budget, dann ein Fehlen von Wissen oder auch einfach ein Fehlen von Ressourcen generell. Das sind die Hauptangaben von Firmen, warum sie noch nicht im Internet sind. Was wird in den sozialen Netzwerken am meisten diskutiert? Das ist ganz interessant. Also Ausbildung steht ganz oben, Sport kommt danach, Unterhaltung, Autos, Elektronik, Reisen und dann geht es so weiter und so fort. Hier sieht man ganz genau, in welchem Bereich man unterwegs ist. Das heißt, wenn du hier in dem Bereich unterwegs bist, ist es wahrscheinlich viel einfacher für dich, eine große Reichweite zu erzeugen, als hier in diesem Bereich. Das ist das, worüber Menschen im Netz sprechen miteinander. Gründe, warum Menschen bestimmte Marken nicht mögen, ganz einfach, manche Firmen, die posten einfach zu viel irrelevant und immer wieder, die gehen ja auf den Keks, die bespielen dich einfach zu intensiv. Oder auch, dass man selber schon so viele Informationen hat und dass einfach alles, overcrowded ist und dass die Posts einfach gar nicht mehr so richtig für uns wirken. Und auch, dass der Inhalt einfach zu langweilig wird, weil es sich irgendwie immer in gleicher Art und Weise wiederholt. Oder ich habe einfach nur diese Firma mal geliked, weil ich ein einziges Angebot mochte und das war es eigentlich schon. Oder die bieten mir einfach nicht genug geile Deals an, deswegen habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Oder die Posts sind einfach zu werbehaft und zu wenig Informationen. Oder dass der Inhalt einfach nicht relevant für mich war. Oder viele Firmen posten, sind einfach nicht genug fokussiert auf den wirklichen Mehrwert, sondern posten einfach irgendeinen Shit. Oder dass manche sagen, manche Menschen sagen, dass sie selbst bevorzugen, sich selbst Informationen zu suchen, als ständig von Firmen einfach zugepusht zu werden. Ne? Oder dass sich da einfach die eigenen Bedingungen verändert haben. Das sind also Gründe, warum Menschen bestimmte Marken nicht mögen im Internet. Viralität ist quasi Mundpropaganda. Mundpropaganda muss verdient werden, kann man nicht kaufen. Das Produkt muss nützlich sein, die Zielgruppe muss überzeugt werden. Mundpropaganda ist oft ego-getrieben. Das heißt, es muss für den Kunden oder für den Nutzer etwas sein, das wichtig für ihn ist, um es auch selbst weiterzugeben an andere. Das heißt zum Beispiel, Viralität muss man sich verdienen, ja, man kann es nicht kaufen, das Produkt muss einen Wert liefern. Die Nutzererfahrung muss die Zielgruppe erreichen. Schnelligkeit, ja, schnell etwas lernen, oder schnell zu erlernen, schnell einem Freund etwas zu erzählen, was cool ist. Emotionen erwecken, also ich fühle es, es finde ich interessant, deswegen teile ich es. Immer Erreichbarkeit in der heutigen mobilen Welt, auch ganz klar, einfach und klar zu gebrauchen. Ja, also der Schlüssel ist natürlich immer die Visualisierung. Oder besitzt auch die Fähigkeit vielleicht einen Post, dann teilt man ihn, wenn er die Fähigkeit besitzt, zu überraschen. Also ist vielleicht lustig, informativ oder hilfreich. Was haben wir noch? Viralität ist ganz klar ego-getrieben. Das heißt, ich teile Sachen nur dann oder ich erzähle meinen Freunden davon, weil ich cool sein will, deswegen poste ich was Bestimmtes. Weil ich mich dabei gut fühle, es zu posten. Weil ich hilfreich sein will und informativ oder ich helfen will.
Und ich denke einfach, der Post ist informativ, unterhaltsam oder witzig. Aufgabe bei Social Media Zielen, klar, denke über deine eigene Firma nach. Das haben wir ja schon im Messaging Board mit verankert oder der Firma, der du folgst, und schreibe auf, welches deine oder eigene Firma, von der Firma die Social Media Ziele sein sollen und warum diese Social Media Ziele da sein. Also denke im Prinzip bei deine Firma beispielhaft, kannst du auch erstmal andere nehmen und darüber nachdenken, mach dir Gedanken über deine Firma, welche Botschaften du senden kannst, wie kannst du viral gehen, wie kannst du letztendlich in den Fokus von deiner Zielgruppe kommen und das andere Menschen dazu bringen, dass deine Botschaft geteilt wird. Ne? Vielen Dank also an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Die Tools werde ich euch reinladen. Einmal das Messaging Board und einmal die Zielgruppenbestimmung. Einmal als Lehrvariante, einmal mit nochmal den Inhalten, was du genau reinfüllen sollst. Und dann mit Beispielen, so kannst du es wunderbar verwenden, um für dein Unternehmen eine eigene Social-Media-Strategie anzuwenden. Liebe Grüße, euer Flo aus Nürnberg.